Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und heute wieder eine Zuschauerfrage, nicht Zuschauer, eine Outlet-Frage. Und da war ein Kunde da und der hat mir erzählt, dass eine Woche bevor er gekommen ist, plötzlich seine ganzen Algen gestorben sind. Also es ging binnen weniger Tage und vorher mit langen Fadenalgen und dicken Algenrasen an den Wänden, plötzlich war alles weg. Und wir haben auch solche Teiche immer mal wieder gezeigt, dass man kommt hin und alles normal und auch der pH-Wert normal und die Algen sind plötzlich tot. Warum? Weiß man in so einem Fall nicht. Ja? Man muss immer überlegen, Algen sind immer milieuabhängig. Das ist wie wir Menschen, wir haben ein gewisses von bis, was die Temperatur angeht, was Sauerstoff angeht, was alles angeht, Sauerstoff vielleicht nicht da. Doch können wir auch nach oben gehen, der eine verträgt es besser, wenn man die 21 Volumenprozent nicht mehr hat, der andere verträgt das schlechter. Aber wir haben so unser von bis mit allen Parametern, wo wir gut mit leben können. Und so ist die Alge auch. Ja, und jetzt müssen wir uns überlegen, manche Teiche haben einen pH-Wert von, jetzt gehen wir mal nur einen pH-Wert von 8,3, dann haben wir welche mit 8, mit 7, 8, 7, 5, 7, 6, 5. Was wir wissen ist, die meisten Algen oder ziemlich alle Algen sterben beim pH-Wert von unter 7. Das ist kein Milieu mehr für Süßwasseralgen. Hängt mit dem Kohlenstoffkreislauf zusammen, wahrscheinlich auch noch mit anderen Effekten, die ich nicht alle im Detail kenne. Aber wir wissen, unter 7 fällt der pH-Wert. Und so kann es sein, wenn Sie jetzt nach dem Winter, Sie kommen aus dem Winter raus und im Winter haben wir bei unserem harten mitteleuropäischen Wasser, haben wir in der Regel einen pH-Wert im Winter so um die 8,3. Wir messen meistens, wenn wir unsere Winterblocks machen, zwischen 8,2 und 8,4. Und dann kommen Sie aus dem Winter, die Wassertemperaturen gehen hoch, die Koi werden aktiver und die Futtermenge steigt. Mit steigender Futtermenge passiert was? Wir gehen, oder der pH-Wert fängt zu fallen an, weil dadurch sehr viel Carbonathärte aus dem Wasser gezogen wird. Und je niedriger die Carbonathärte, desto niedriger ist, wenn die anderen Faktoren gleich bleiben, auch der pH-Wert. Also es beginnt sich nach dem Frühjahr das Milieu zu verändern. Und ich sage Ihnen, viele von Ihnen, die beobachten, dass sie, wenn sie im April, Mai, und ich empfehle immer die prophylaktische Algenbehandlung, um einfach den absterbenden Algensalat dann später zu verhindern. Also das Algenhemmnis ist besser als das Algenabtöten. Und die beobachten, sie machen vorbeugend oder auch wenn Algen schon da sind, machen sie ihre Behandlung, machen die einmal und plötzlich ist die Alge nicht mehr da. Und die kommt auch den ganzen Sommer nicht wieder zurück. Und dann erzählen mir die Leute ganz stolz, wow, toll, ich muss nur einmal behandeln und die Algen kommen den ganzen Sommer nicht wieder. Und bringen es natürlich logischerweise und verständlicherweise auf den Einsatz von dem Algenmittel, auf das die Leute dann schwören, zurück. Hat aber, bin ich mir ganz sicher, in vielen Fällen gar nichts damit zu tun, sondern hat auch mit der natürlichen Milieuveränderung zu tun, dass plötzlich der pH-Wert das Fallen anfängt, ja, das Milieu verändert sich, die Alge oder die Algen, die man im Teich hat, tun sich immer schwerer und sterben dann irgendwann ab, weil diese Teiche beobachten dann auch häufig im Winter oder auf den Herbst hin, wenn weniger gefüttert wird und der pH-Wert wieder langsam ansteigt, dass die Algen dann auch wieder zurückkommen. Und viele von Ihnen kennen das. Auch im Winter wachsen die Fadenalgen plötzlich wie Unkraut, bilden meterlange Fäden. Hat natürlich auch damit zu tun, dass die Koi weniger an den Algen knabbern, dass sich alles, das gesamte System verändert. Und im Frühjahr ist im Prinzip wieder das gleiche Prozedere. Man macht eine Algenbekämpfung. Aber es ist die Milieuveränderung in vielen Fällen. Und darum kennen wir auch so viele Teiche mit unterschiedlichsten. Wir haben Braunalgen, wir haben Grünalgen, wir haben manchmal auch Blaualgen. Und selbst unter den Grünalgen gibt es zig verschiedene Arten. Wir kennen die, da muss man nur auf 0,15 aufsalzen und die sind tot. Und dann haben wir die, da muss man oder kann man auf 0,6 aufsalzen und sie sterben immer noch nicht. Ja? Und das Salz an sich ist ja auch nichts anderes als eine Milieuveränderung. Wir töten die Alge ja nicht direkt mit dem Salz, so wie es jetzt ein ganz krasser Algenvernichter, wie er früher eingesetzt wurde, wo irgendwelche Pestizide sind, irgendwelche Pflanzenvernichter, ja, sondern man verändert das Milieu und in diesem Milieu mit Salz kommen die Algen einfach schlecht zurecht. Bei der Algenblüte, diese mikroskopisch feine Alge, ist es zum Beispiel so, dass die eigentlich bei 0,5 bis 0,6% Salz im Wasser, dass sie da besser lebt und sich besser vermehrt. Ja, also so unterschiedlich ist die ganze Geschichte. Also es hat ganz stark mit der Milieuabhängigkeit zu tun, ob die Alge das mag oder nicht mag. Und so habe ich auch schon manche Teiche
erfolgreich vor den Algen bewahrt, dass ich den Leuten gesagt habe, verändert mal euer Milieu, füttert weniger, füttert mehr, nehmt Einfluss auf die Wasserchemie, lasst es nicht konstant und plötzlich fühlen die sich wohl, fühlen sich die Algen nicht mehr wohl. So habe ich auch schon manche Teiche, wo die Koi schlecht gestanden sind. Ja? Das ist dann ein pH-Wert, ein das, ein Sauerstoff, ein dies. Ja? Dann belüftet man mehr oder belüftet vielleicht auch ein bisschen weniger und plötzlich fressen die Koi wieder. Was es jetzt schlussendlich war, da streiten sich die Geister. Und das kann man auch im Einzelfall häufig gar nicht so genau nachvollziehen. Früher hieß es immer, wenn man eine stärkere Belüftung hingemacht hat und die Koi fressen dann plötzlich nicht mehr, jetzt ist Gasübersättigung, Stickstoff, jetzt kommt die Gasblasenkrankheit. Ich persönlich habe die Gasblasenkrankheit im Koi-Teich noch nie gesehen. Sandra Lechler und andere Tierärzte, die permanent an Problemteiche geschickt werden, sehen die sicherlich ab und an mal, aber ich bin mir sicher, auch nur sehr, 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 sehr selten. Häufig sind es so Geschichten wie, ich verdoppel meine Belüftung im Teich, plötzlich habe ich eine ganz andere Strömungssituation. Und in solchen Sachen sind Koi manchmal echte Mimosen. Die Umwelt verändert sich und der Koi reagiert erstmal, ups, alles neu. Das schaue ich mir erstmal an, bevor ich hier wieder das Fressen anfange. Ja? Und nach ein paar Tagen reguliert sich das wieder ein. Oder ein paar Wochen kann es auch dauern. Ich habe Ihnen häufiger den Fall geschildert bei mir zu Hause in meinem 20.000 Liter Teich. Ich habe immer nur Schwimmfutter gefüttert. Und als unser Black Label rauskam, habe ich Sinkfutter reingeworfen. Ein einwandfreies Futter. Habe es an einer Ecke rein. Die Koi sind alle, das waren 20 oder 30 Stück, so zweijährige, sind alle in eine Ecke unten. Und wie panisch sind die umeinander rumgeschwommen. Ich habe gesagt, ihr werdet gezwungen, ihr werdet das fressen. Die haben das am nächsten Tag noch genauso gemacht. Ja? Die waren einfach so konditioniert. Ihr Milieu ist, das Futter schwimmt oben und wir fressen von oben. Und plötzlich wirft der Idiot Futter rein. Also der Idiot bin ich in dem Fall. Der wirft Futter rein und plötzlich rieselt es nach. Und das hat mich so schreckhaft gemacht. Unglaublich. Und das sind auch Milieuveränderungen. Strömung. Ja? Wir wissen auch, die Algen sind ja auch stark strömungsabhängig. Haben Sie einen Teich mit starker Strömung, wachsen die Algen oder einige Algen in der Regel besser als in schwach durchströmten Teichen. Wer kennt das nicht? Da, wo die Rücklaufleitung kommt, gegen die Wand drückt, aus der Rohrleitung, in der Rohrleitung, am Rand vom Austritt hängen die Algen in 2 Meter langen Fäden, wo sonst keine Fäden im Teich sind. Das kennen wir alles. So, zurück zur Frage. Wenn plötzlich schlagartig die Algen absterben, müssen Sie einen Faktor dringend und schnell untersuchen, ihren pH-Wert. Ein Säuresturz im Teich, also wenn der pH-Wert erst unter 7, was noch nicht kritisch ist, aber im zweiten Schritt unter pH 6 fällt, wird es für die Koi kritisch. Ja, es geht manchmal auch bis 5,5, aber unter 6 fangen die ersten wirklich an zu sterben. Fällt der pH-Wert unter 6, sprechen wir am Koi-Teich definitiv von einem Säuresturz, der auch häufig damit einhergeht, dass es Ammonium hochgeht, weil die die autotrophen Bakterien, die für den Umbau von Ammonium zu Nitrit und Nitrit zu Nitrat verantwortlich sind, dass die plötzlich auch nicht mehr arbeiten unter 6,5. Und dann steigt Ammonium, geht durch die Decke, ist erstmal nicht schädlich, weil der pH-Wert unter 7 ist. Aber im zweiten Schritt fällt der pH-Wert immer weiter und dann würden die Fische sterben. Also ein plötzliches Absterben der Algen kann entweder eine Milieuverschiebung in irgendeiner Form sein, die wir nicht kennen, oder kann wirklich mit einem Säuresturz zusammenhängen. Und gerade im Sommer, wo viel Futter in die Teiche reinfliegt, wo eine hohe biologische Aktivität ist, da findet dieser Abbau des Carbonats im Teich, findet deutlich schneller statt oder überhaupt nur statt im Winter, wenn man da alle paar Tage mal eine Handvoll Futter reinwirft, da bleibt die Carbonathärte auch bei Teichen, wo wenig Wasserwechsel gemacht wird, relativ konstant. Trotzdem im Herbst einen großen Wasserwechsel machen, dass man mit viel Carbonaten in den Winter geht. Aber im Sommer die hohen Temperaturen, das viele Futter, das beschleunigt eben genau diese wasserchemischen Prozesse, diese Umbau-Abbau-Prozesse, die werden dermaßen beschleunigt. Und dann kann es im Sommer tatsächlich passieren, dass der pH-Wert auf Werte deutlich unter 7 fällt. Und jetzt wissen Sie auch, warum meine Empfehlung, 25% Wasserwechsel pro Woche zu machen, daran halte ich fest. Auch wenn es viele Teiche gibt, wo 15% oder 20% reichen würden, würde ich Ihnen aber, oder ich könnte Ihnen gar nicht sagen, ob Ihr Teich, ob er schwach oder stark besetzt ist. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob Ihr schwach besetzter Teich mit 10% Wasserwechsel
überleben kann. Ja, oder ob es da trotzdem Probleme geben kann. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, ob Ihr stark besetzter Teig mit 20% leben kann, auskommen kann. Kann sein, muss aber nicht. Aber ich kann sagen, mit 25% in der Woche haben wir zumindest, was Mitteleuropa mit hohen Carbonathärtewerten angeht, kann ich Ihnen garantieren, wenn Sie 25% Wasserwechsel machen, sind 99% aller Teiche safe, was Säuresturz oder sonstige unvorhergesehenen oder vorhersehbaren negativen Ereignisse für Koi, damit die ausgeschlossen sind. Ja? Und ich sage Ihnen, ich habe es in einem der vorangegangenen Blogs schon mal gesagt, mit dem Wasserwechsel halten Sie den Tierarzt fern, Ihre Koi werden langlebiger, sie werden gesünder sein, damit kämpfen Sie gegen Tod und Teufel. Ja? Und dann würde ich wirklich auf den 1-2 Kubikmeter, was ich vielleicht mehr Wasser oder was ich unnötig Wasser in meinen Teich gibt, würde ich verzichten und würde lieber auf diese ganzen nach wie vor erfolgreich verkauften unsäglichen Wasseraufbereitungsmittel und sonstigen Zeug, würde ich lieber verzichten. Milchsäurebakterien, die größte Katastrophe, hilft den Koi überhaupt nicht, zumindest meiner Erfahrung nach 0,0. Meine Kunden machen es, glaube ich, so ziemlich alle nicht mehr, zumindest hat mir keiner mehr gesagt, dass es macht. Letztes war ich wieder an einem Teich, der es reinkippt, bei Rainer, der Block kommt demnächst, oder dauert noch ein bisschen, aber der kommt dann, habe ich gesagt, Verzicht drauf. Alles Geld auf den Wasserwechsel. Und dann hast du den größten Nutzen überhaupt. Hat er verstanden? Ich habe es ihm erklärt und das wird er jetzt auch tun. Also Wasserwechsel, Wasserwechsel, Wasserwechsel. Und dann wird Ihnen auch, zumindest wenn Sie jetzt nicht aus dem Gebiet kommen, wo Sie in extrem weiches Wasser mit ganz niedrigen Carbonathärte werden, kommen, dann werden Sie den Säuresturz an Ihrem Teich nie erleben. Also, der Wasserwechsel ist nach wie vor und auch nach knapp 9 Jahren, wo ich jetzt den Blog mache, muss ich immer sagen, da habe ich meine Meinung nie verändert, muss ich meine Meinung nie anpassen. Das ist wirklich wie in Stein gemeißelt. Das ist die Lebensversicherung an Ihrem Teich. Aber Lebensversicherungen kosten halt ein bisschen Geld. Aber Sie greifen mit dem Frischwasserwechsel in alle Prozesse an Ihrem Koi-Teich in positiver Form ein und nicht auch nur an einen in negativer Form. Und das müssen Sie auf der Zunge zergehen lassen. Und jetzt schauen Sie, ob Ihre Algen plötzlich gestorben sind. Und wenn ja, messen Sie ganz dringend den pH-Wert und dann sollten Sie gegensteuern. Machen Sie es gut und ich bin mir sicher, 10% meiner Zuschauer haben einen kritischen pH-Wert. Bin ich mir ganz sicher. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Blog.